Wer hoch fliegt, kann bekanntlich tief fallen. Das gilt vor allem für Promis. Während viele Prominente ihren Ruf aber durch ihr eigenes Verhalten ruinieren, gibt es jedoch auch immer wieder Stars, die in der Öffentlichkeit schlecht gemacht werden, ohne dass es für die Anschuldigungen gegen sie gute oder überhaupt ausreichende Gründe gibt. In diesem Video wollen wir euch daher 6 Promis vorstellen, deren Ruf vollkommen zu Unrecht ruiniert wurde und deren Leben von den Medien teilweise völlig grundlos zerstört wurde. Es wird also heftig, deshalb bleibt dran, hier bei Wissenswert. Fangen wir an mit der US-amerikanischen Schauspielerin Katherine Heigl, die ihr sicher aus Filmen wie Beim ersten Mal, Die nackte Wahrheit oder auch aus der Serie Grey's Anatomy kennt. Eine Zeit lang zählte sie sogar zu den bestbezahlten weiblichen Hollywood-Stars überhaupt. Bis zum Jahr 2009. In diesem Jahr äußerte sich Katherine Heigl in einem Interview mit dem US-Talkmaster David Letterman nämlich über die teilweise harten Arbeitsbedingungen in der Filmbranche und bezeichnete 17 Stunden Arbeitstage als gemein und grausam. Damals ahnte sie noch nicht, welch krasse Folgen ihre Aussagen haben würden. Kurz nach ihrem Interview wurde sie nicht nur bei Grey's Anatomy entlassen, sondern in den Medien auf einmal auch als zickig und schwierig gebrandmarkt. Boulevardmedien zeichneten ein Bild von Katherine Heigl als undankbare und unprofessionelle Schauspielerin und plötzlich wollte sie kaum noch jemand engagieren und sogar bereits unterschriebene Verträge wurden gekündigt. Obwohl die Amerikanerin nie über ihre Arbeitgeber gelästert, sondern nur nachvollziehbare Kritik geäußert hatte, erhielt ihre Karriere dadurch einen herben Dämpfer. Auch viele ihrer Fans glaubten den Medienberichten und wendeten sich von ihr ab. Katherine Heigl nahm die ganze Situation sogar dermaßen mit, dass sie Antidepressiva nehmen musste. Erst viele Jahre später begannen ihre Kollegen damit, Heigls Äußerungen zu verteidigen und bestätigten, dass sie nie zickig oder schwierig war, sondern nur mutig genug, die Wahrheit über die schwierigen Bedingungen in Hollywood auszusprechen. Bis heute konnte sie aber nie an ihre Erfolge von damals anknüpfen. Weiter geht's mit dem deutschen Fernsehmoderator Willi Weitzel, der mit Willi will's wissen viele Jahre lang eine der beliebtesten Kindersendungen Deutschlands moderierte. Willi gab seinen jungen Zuschauern zwischen 2002 und 2010 interessante Einblicke in ganz verschiedene Themen und stellte ihnen zahlreiche Berufe und Menschen auf eine kindgerechte Art und Weise vor. Etwas, eine Kleinigkeit, unterscheidet mich von euch. Ich will laufen. Ich kann gehen. Im Jahr 2020, also ganze 10 Jahre nach der Einstellung seiner Wissenssendung, lud jedoch jemand unter dem Titel Willi wills Wissen Clips ohne Kontext einen Zusammenschnitt von Ausschnitten aus der Sendung bei YouTube hoch. Die Ausschnitte waren völlig aus dem Zusammenhang gerissen und vermittelten für Zuschauer, die Willi Weitzel nicht kannten, einen denkbar schlechten Eindruck von ihm. In den Clips wirkte es nämlich so, als sei der Moderator total unsensibel und würde sich unter anderem über behinderte Menschen lustig machen. Schnell ging der Zusammenschnitt in den sozialen Medien viral und sorgte durch den fehlenden Kontext der Clips für eine riesige Welle der Empörung. Plötzlich wurde der einst beliebte Moderator in unzähligen Kommentaren beleidigt und beschimpft und der Rapper Manuelsen diffamierte Willi Weitzel sogar öffentlich als Sohn einer ihr wisst schon was und drohte ihm. Der mit Abstand, mit weitem Abstand, neue Charteinsteiger auf der Liste Nummer 1 ist Willi wills wissen. Das ganze Missverständnis nahm solche Dimensionen an, dass Willi Weitzel schließlich eine Stellungnahme veröffentlichen musste, in der er sich rechtfertigte und sich traurig darüber zeigte, wie er und sogar seine Mutter beschimpft wurden. Kommen wir nun zu einem anderen deutschen Promi, der durch die heftigen Vorwürfe gegen ihn sogar in der Psychiatrie landete. Aber der Reihe nach. Der Comedian, Moderator und Schauspieler Luke Mockridge, der vor allem für seine Stand-up-Programme und seine Sendung Luke die Woche und ich bekannt ist, wurde vor ein paar Jahren von seiner Ex-Freundin in einem Podcast beschuldigt, dass er versucht habe, ihr gewaltsam und gegen ihren Willen körperlich näher zu kommen. Außerdem zeigte sie ihn an. Obwohl das Verfahren gegen ihn schnell mangels hinreichenden Tatverdachts eingestellt wurde, griff der Spiegel das Thema in einem Artikel wieder auf, in dem weitere anonyme Frauen Vorwürfe gegen ihn erhoben. Es folgte ein heftiger Shitstorm gegen den Komiker, der dazu führte, dass er sich komplett aus der Öffentlichkeit zurückzog.
Doch nicht nur die Medien hetzten gegen Luke Mockridge, sondern sogar Kollegen und Kolleginnen bezichtigten ihn öffentlich schwerer Straftaten. Allen voran Komikerin Hazel Brugger, die zusammen mit ihrem Mann sogar beim Deutschen Comedypreis mit T-Shirts auftauchte, auf denen Konsequenzen für den Comedian gefordert wurden. Luke Mockridge litt unter all dem Hass gegen ihn so sehr, dass er sich für insgesamt 3 Monate in eine Psychiatrie einwiesen ließ, um sein Leben zu schützen. Im Zuge des Shitstorms wurde auch sein Bruder aus seiner Fahrschule geworfen und Lukes Eltern wurden auf der Straße beschimpft. Durch das Buch Falsch verdächtigt, welches ein Strafverteidiger später auf Grundlage von Polizeiprotokollen veröffentlichte, kam schließlich aber heraus, dass die Ex-Freundin des Comedians vor ihrer Anzeige glaubte, dass Luke Mockridge eine Affäre habe und daher seine Wohnung aus Rache so sehr verwüstet hatte, dass sie zeitweise unbewohnbar war. Dies weckte natürlich große Zweifel an der Glaubwürdigkeit ihrer Darstellungen. Bis heute weiß außer den beiden zwar keiner, was wirklich vorgefallen ist. Eine derartige Vorverurteilung war rückblickend betrachtet aber definitiv sehr fragwürdig. Aus einem völlig anderen Grund wurde der Ruf von Peter Lustig zu Unrecht ruiniert. Bis heute glauben nämlich viele Menschen, dass der beliebte Moderator der Kinderkultsendung Löwenzahn in Wahrheit ein absoluter Kinderhasser war. Und das sogar noch Jahre nach seinem Tod. Im Jahr 2002 veröffentlichte die Bild-Zeitung nämlich einen Artikel mit der Schlagzeile »Peter Lustig, ich kann Kinder nicht leiden«, die weite Kreise zog und Unmengen von Fans schockierte. Schließlich moderierte Peter Lustig bereits seit 1981 eine der beliebtesten Kindersendungen im deutschen Fernsehen überhaupt und dass ausgerechnet er Kinder hassen sollte, war daher natürlich ein echter Skandal. Was die meisten Menschen nicht mitbekamen, war jedoch, dass die Bild-Zeitung für ihren Artikel eine Aussage von Peter Lustig aus einem Interview mit einer anderen Zeitung einfach komplett aus dem Zusammenhang gerissen hatte. Der Stuttgarter Zeitung gegenüber verriet der Moderator nämlich damals, dass das Drehen mit Kindern und Tieren anstrengend sei. Schließlich sind für sie die langen Drehtage und die ständigen Wiederholungen von Einstellungen teils eine echte Qual. Diese nachvollziehbaren Aussagen wurden von der Bild-Zeitung dann absichtlich verdreht, um eine krasse Schlagzeile zu produzieren. Gerade kürzlich ging auf YouTube ein Video viral, in dem der Reporter, der Peter Lustig damals interviewt hatte und der auch nichts für die spätere Verdrehung der Aussagen konnte, die wahre Story hinter dem schlimmen Gerücht enthüllte. Auch der nächste Fall auf unserer Liste ist heftig und zog so große Kreise, dass ihr sicher alle davon etwas mitbekommen habt. Im Mai 2023 erhob nämlich eine Besucherin eines Rammstein-Konzerts krasse Vorwürfe gegen den Sänger der Band, Till Lindemann. Angeblich habe der Musiker aggressiv reagiert, als die Besucherin keinen Verkehr mit ihm haben wollte und nach einem Filmriss sei sie am nächsten Morgen dann mit Hämatomen am Körper aufgewacht. Zudem vermutete sie, dass sie unter Drogen gesetzt worden war. Obwohl die Besucherin später mehrfach sagte, dass Till Lindemann sie weder angefasst noch genötigt habe, brach ein riesiger Shitstorm gegen den Rammstein-Frontmann in den Medien los und er wurde überall als Gefährder gebrandmarkt. Till! Verschwinde, Mann! Till! Verschwinde, Mann! Till! Verschwinde, Mann! In den Medienberichten hieß es außerdem, dass noch weitere Frauen betroffen seien. Zudem gab es auch keine Ermittlungen gegen Till Lindemann oder andere Bandmitglieder, da keine objektiven Tatsachenbeweise vorlagen. Gegen viele Medien, die die schrecklichen Vorwürfe gegen Till Lindemann weiterverbreiteten, wurden vor Gericht dann auch einstweilige Verfügungen erlassen. Übrigens, obwohl Till Lindemann nie ein strafbares Verhalten nachgewiesen wurde, halten ihn auch heute noch viele für einen Täter. Wir wollen uns mit diesem Video auf keine Seite stellen, sondern vielmehr aufzeigen, wie falsch es ist, wenn Medien die Karriere eines Menschen noch vor abschließender Klärung der Schuldfrage zerstören. Ganz zum Schluss kommen wir nun noch zu einem besonders heftigen Fall, nämlich zu dem von Günther Kaufmann. Der deutsche Schauspieler, der seine größten Erfolge in den 70er und 80er Jahren feierte und vielen noch heute für seine lustige Rolle in Otto, der Film, bekannt ist, wurde im Jahr 2002 wegen versuchter schwerer räuberischer Erpressung mit Todesfolge zu 15 Jahren Haft verurteilt.
Angeblich hatte er nämlich einen Mann ermordet. Er hatte kein Alibi und einiges sprach gegen ihn. Nachdem Günther Kaufmann die furchtbare Tat vor Gericht dann selbst gestand, musste er ins Gefängnis und die Öffentlichkeit verurteilte den einst beliebten Schauspieler als Mörder. Später kam jedoch heraus, dass er mit seinem Geständnis nur seine damals todkranke Frau aus Liebe vor einer Haftstrafe schützen wollte. Tatsächlich hatte nämlich sie den Mord ohne sein Wissen beauftragt und er saß somit völlig unschuldig im Gefängnis. An dieser Stelle wollen wir nochmal betonen, dass wir mit diesem Video niemanden, der vielleicht schuldig ist, als unschuldig darstellen wollen. Allerdings wollten wir aufzeigen, wie sehr Gerüchte und die Medien, die sie verbreiten, Leben zerstören können. Und das teilweise auch völlig zu Unrecht. Aber schreibt uns an der Stelle doch mal in die Comments, welchen der Fälle ihr am krassesten fandet. Ansonsten liked dieses Video, wenn es euch gefallen hat, abonniert Wissenswert für mehr und bis zum nächsten Mal hier bei Wissenswert.